Für die, die mein Gate-Let's Play gesehen haben, die wissen jetzt schon, was Sache ist. Aber für die, die es noch nicht getan haben, kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Ich esse gerade M&M's, weil ich die unheimlich lecker finde. Und möchte euch jetzt auch herzlich begrüßen zu dieser Folge vom Let's Play der Takuna. In der letzten Folge haben wir uns weiter in Zentralitalien ausgedehnt. Und wir wollen jetzt gleich weiterziehen nach Hadria und Alba Fukens. Und dort den Rest holen, auch oben in Ligurien. Noch ein bisschen was. Naja. Was ich aber gerne mal wissen würde, ist, ich plane schon mein nächstes Projekt. Ich habe schon eine Umfrage dazu gemacht. Es steht also schon fest, was das nächste Projekt sein wird. Aber ihr könnt ja auch mal reinschreiben, was ihr euch mal so als Let's Play-Projekt wünscht. Ein Ergänzt mit irgendjemandem. Ein Koop mit irgendjemandem. Ja, welche Fraktion, welche Kampagne. Hauptsächlich rum 2, ich habe gerade darauf Bock, deswegen also nichts anderes erstmal. Außer es kommt bald das neue Spiel, wie heißt es nochmal? Kingdom Divided? Nein. Wie heißt es nochmal? Ich habe es vergessen. Dieses China-Spiel. Total War Profi vergisst das Spiel, was als nächstes rauskommt. Na gut. Profi war jetzt gerade selbst genannt, ja? Hat mich niemand sonst so genannt, bitte. Tut das nicht. Das war nicht ernst gemeint, aber schreibt mir ruhig in die Kommentare rein, was ihr euch so wünscht. Und wir machen jetzt mal hier weiter. So. Wir haben jetzt hier alles erkundet. Hier ist gar nichts. Wow. Kommen wir wieder runter zum Support. Nach Placentia. So, und hier haben wir. Wird nicht viel bringen. Aber ein Angriff ist nicht zu erwarten so schnell. Lahat Mura. Du kannst wieder, ha? Ja. Schick dich mal hier hoch, bitte. Ach cool, wir kommen jetzt sogar schon fast hin da. Super. Dann wollen wir mal. Oh mein Gott, diese M&M's sind so lecker. Für die, die wissen wollen, was für M&M's ich esse diese Karamell Crunch. Die ganz neu sind. Die irgendwie keiner mag, nur ich. Ich finde die super. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt. Ob ihr die mögt. Oh, lecker. Oh. Genial. Naja. Die Hütte der heiligen Bücher. Hier bleiben wir jetzt erstmal. Auch hier werden wir bleiben. Die Felsen der Rasenna. Ja. Was hat denn der hier? Einheimische, stammeslose Krieger. So. Jetzt bin ich bereit, euch auch einzusetzen. Oder? Jetzt auch schon vorbei. Lohnt sich nicht. Naja. Provinzen. Wir sind übrigens auf die höchste Imperiumstufe auch letzte Folge gestiegen. Das heißt, wir haben ein unheimliches Korruptionsproblem, deswegen bekomme ich so wenig Kohle. Und hier haben wir Tatsache was. Hier wollte ich, genau, ein Team mehr bauen. Dann kriegen wir mehr Zufriedenheit rein hier in die Scheiße. Und unsere Kultur wird auch verbreitet. Hm. 12, 12. Wenn genau 50% gehen wahrscheinlich. Jetzt nicht mehr. Okay. Dann können wir jetzt die Runde beenden. Ich wollte schon sagen, die Folge beenden. Es wäre ein bisschen früh. Das gefällt mir sehr gut. Wir unterstützen. Hm.
Wir halten uns aber zurück. Und weg sind sie. Super. Okay. Gibt uns wieder schön Kohle. Sorry, ich kann nicht anders. Wir sind so lecker. Für die, die es stört. Ich finde die genial. Mit Abstand. Einer der besten M&Ms. Für mich persönlich. Den meisten wird es nicht so gefallen. Oh. Neapel ist vielleicht jetzt eine Stadt. Die Angriff war zu erwarten. Es kommt kein neuer Angriff. Super. Okay. Eine Gruppe karthagischer Priester bittet um einen Bau eines Tempels für Baal Hamun. Und länger um Unterstützung. Ihre Investition ist sehr groß, wie sie erklären. Und ihr könntet euch die Freundschaft der Karthager und auch ihrer Götter sichern. Machen wir das mal. Es macht sich bezahlt, den Göttern zu gefallen, so bizarr und unnahbar sie auch sind. Sehr gut. Wir bekommen jetzt 1000 Dinare. Super. Wir sind nicht vor einer Sezession geschützt. Ja, das ist jetzt durch. Wir haben aber sehr gute Loyalität hier. Vor allem bei den Parteien, die mir eigentlich am schwersten fallen. Ja, der Militarist arbeitet ganz gut. Und Sezession haben wir auch noch 26. Ja, da müssen wir noch was machen. Und hier? Patriot. Wo haben wir hier eine Armee in unserem Territorium? Ach nee, das war die Kulturgeschichte. Genau. Ach cool. Kann ich heute Abend weiter mit Lukas aufnehmen? Freut mich. Da könnt ihr euch heute noch auf eine Folge freuen. Wird cool. So, was macht Patriot? Okay. Mit wem sind wir im Feind? Die Marokkaner vielleicht? Nö. Ligurien, ja. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Also völlig aus dem Nichts, ey. Ich hoffe, das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. Das muss nicht sein. Das wird jetzt ein Spaß. Da komme ich nicht rechtzeitig hin. Dann baue ich jetzt lieber hier Druck auf. Hier drüben kommt schon Verstärkung. Die wahrscheinlich rechtzeitig noch in Pisa sein wird. In Pisa war ich auch schon mal. Und in Fulfluna, glaube ich, auch. Kann sein. Ach, ich hatte einen so schönen Urlaub hier gehabt. Ich habe Urlaub gemacht in der Nähe von Perugia, deswegen weiß ich das überhaupt. Irgendwo hier, Pietrafitta hieß der Ort. Da habe ich damals ein Haus gehabt. Also, Ferienhaus mit meinen Eltern zusammen. War ich auch noch so 16 Jahre alt, glaube ich. Irgendwo hier in der Gegend war das. Könnte auch hier auf diesem Berg gewesen sein. Relativ nah am Perugia. Gut. Söldner kommen. Schafft ihr es bis... Ihr schafft's. Super. Wichtig. Dann ist jetzt Luna halt... ein Opfer, was ich bringen muss. Super. Okay. Hat sich gelohnt. Fort hat's überlebt, aber ist egal. Ihr seid aufgestiegen.
Den müssen wir auf jeden Fall umbauen. Denn auch ich brauche definitiv die Garnison, um gegen die Flotte anzutreten. Ich kann die Armee hier vorne nicht abziehen. Genauso auch hier. Weil das Geld bewahren wir erstmal noch. Okay. Wie viel hat er jetzt hier noch? 64. Ich werde ewig. Ich gehe, wohin ich befohlen werde. Mal sehen, was wir hier so finden noch. Die Marokkiner holen wir uns nächste Runde. Da können wir dann weitermachen. Ihr könnt euch auf mich. Ich bin schon weg. So, dann wollen wir mal wieder sabotieren. Etrurien steht stolz. Die Männer sind bereit für die. Okay. Du bist im Einsatz, wieder zurückzukommen. Du machst weiter. Hier bin ich sonst überall eigentlich zufrieden. Ihr müsst warten. Ihr auch. Gut, dann können wir die Runde beenden. Immerhin haben wir jetzt wieder ein Einkommen. Ah. Super. Dann haben wir bald ganz zentral in Italien unter unserem Bündnis unter Kontrolle. Finde ich gut. Ja. Das war's für Neapolis. Ich habe das Gefühl, dass wir noch was reißen können. Wir schlagen die Schlacht mal selber. Vielleicht können wir so viel wie möglich noch mitnehmen hier. Von den Feinden. Damit wäre ich ganz verbunden eigentlich. Ich bin ein beliebter Mann, sage ich euch. Wir bekommen so viele WhatsApp-Nachrichten gerade. Erstaunlich. So. Okay. Wenn ich nicht fernkampfanfällig bin, muss ich nah an Gebäuden stehen. Positionieren wir uns erstmal hier. Und euch bald mal als Reserve bereit. Euch auch. Ich erwarte eure Befehle. Ihr bleibt hier. So, rauf damit euch. So, mach mal Triple Speed. Stellen wir die mal hier drüben hin. Die können hier drüben dicht machen und du kannst hier dicht machen. So, dann wollen wir mal. Alles schon im Schildwall? Doppelte Geschwindigkeit. Schau, dass man die mich breiter ziehen kann. Das wäre zu cool. Muss ich ehrlich sagen. Würde mich tierisch freuen, aber haben sie leider verschlossen, die Möglichkeit. Man sieht nicht oft römische Städte in so einem Zustand. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass Creative Assembly Arena jetzt streicht. Würde mich mal interessieren. So, und ich sollte jetzt mal vielleicht diese scheiß M&M's wieder wegpacken. Schiff haut ab. Oh, fuck.
Einmal gepennt, ey. Schmeißt du die Speere drauf? So, rüber hier mit dir, bitte. Na, komm schon. Jetzt haben wir die Kraft. Das war jetzt echt blöd gelaufen von mir. So, da drüben kommen Fernkämpfer. Die können wir zerschießen. Weg hier mit euch, bitte. Los, mach die schön fertig. Perfekt, die sind weg. So, bereithalten, bitte. Da kommen die ganzen Speerkrieger. Rüber hier mit euch, bitte. Ihr müsst ein bisschen weiter nach vorne. So, rüber hier mit euch, bitte. Da hinten kommen Schwertkämpfer. Oh, fuck. Da kommt die Kaff wieder. Sehr gut, wir haben sie. So, schön weiter rauf feuern, bitte. Kommt mal bitte hierher. Ihr helft jetzt hier mit. Ja, die fighten richtig gut. Super, dann drüben kommen jetzt die stammeslosen Schwertkämpfer. Die wollen wir umzingeln. Mal hier rüber, bitte. Sehr gut, Stück zurück, bitte. Und du kommst hier durch. So, und rauf hier. Da können wir echt noch eine Menge reißen. Oh fuck, die hauen rein natürlich. So, hier mit dir. Du gehst jetzt hier durch. Na, die müssen jetzt hier auch platt gemacht werden. Ja, die werden vernichtet. Guckt es euch mal an. Ja, die rennen alle hier rein. Super. So, rauf da bitte. Ich schicke mich hier nochmal mit zum Support. Los, macht die fertig. Ihr müsst hier rüber gehen und ihr kommt jetzt von hinten dann gleich rein. So, bitte schön auf die Adelsschwerter hier rauf. Du kommst doch hier mit dazu, bitte. Guckt euch das an, geil. Der hat Raserei drauf, okay. So, einmal bitte rauf hier. Jetzt zieh wieder ran. Ha, guck mal, das war das Schwert einmal weggeglitscht. Ja, das kann passieren. Oh, fuck. Schießt bitte darauf. Hier durch mit euch. Ja, der Kampf wird auch gewonnen, super. Super, und die werden hier zerschossen, perfekt. Die werden richtig vernichtet, Leute. Geil. Ja, geil, wir können das noch drehen. So, hier rüber mit euch, bitte. Die machen das jetzt schon im Alleingang hier fertig. Guckt euch das an. Macht sie nass. Wir müssen jetzt hier drüben aber auch die Steinstarre zerstören, sonst wird das nichts mehr. So, rauf da bitte. Haben schon, nicht wanken. Shit. Ein Trupp flieht. Ah, ihr seid durch. Super. Rauf hier. Und ihr feuert jetzt fleißig, bitte. Die haben generell weniger Mann als wir, das ist gut. Ja, nice. Sehr geil. 139 Kills. What? Ich erwarte eure Befehle. So, die frecken jetzt auch hier. Und ihr zieht weiter. Nein, du nicht. Hier rauf, bitte. Euch jagen wir jetzt hier hinten rum rein.
Noch ein Stück weiter, bitte. Ja, nice. So, den hier rauf, bitte. Ja, geil. Weiter schön Druck machen hier. Und drauf da. Jetzt dir zerschießen, bitte. Dann können wir von hinten rein. Oh, göttlich. Es bricht alles. Hier rüber mit euch, bitte. Perfekt, alles bricht. Wir gewinnen die Schlacht. So, einmal hier rüber bitte mit euch. So, euch stellen wir jetzt hier auf. Feuert darauf bitte. Was machst du denn da? Sehr geil. Drauf hier mit euch. Ja, nice, wir gewinnen den Kampf. Es fühlt sich göttlich an, Leute. Oh, jetzt ist Ende. Jetzt ist Ende hier. Jetzt ist Ende. Wie viele Kills hat er jetzt gemacht hier? 200 Kills von einem Plänkler. Alter, es geht aber auch nur, wenn die keine Rüstung haben, ey. So, rauf hier. Oh, das macht einen so glücklich, wenn es so gut funktioniert hier. Ja, fortfahren. Wir haben es mit der Garnison geschafft, die Armee noch zu killen. Nice. Cool. Ich erwarte eure Befehle zu euren Diensten. Darauf erstmal einen zweiten M&M. Zu Befehl. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. 150 Kills, jetzt schon. Ist heftig. Naja. Wer nun mal das Gefecht? Das war geil. Das sieht viel besser als erwartet. Macht mich wirklich glücklich. Cool. 1500 Mann aufgestellt. Hat gereicht. Die meisten Kills haben tatsächlich die schlechtesten Truppen in der Schlacht gemacht hier. Finde ich schon genial. Tja, das ist traurig, Ligurien. So. Die versklaven wir jetzt mal. Frieden der Ehrlichkeit. Ach ja, das Festmahl. Super. Sehr gut. Das hilft uns die nächsten Jahre auch nochmal ein bisschen. Okay, wir haben Level-Ups gehabt. Ansonsten ist hier wirklich nicht viel. Die sind alle unheimlich schwach. Dann wollen wir mal. Was haben wir denn hier? Eine Fullstack nur. Da drüben eine kleine 14-Mann-Armee. Mare Adriaticum. Mare Venetus. Habe ich zumindest zu der Serie auch was dran. Ja, erfüllen wahrscheinlich schon verdammt viele Siegbedingungen. Naja, komm. Erstmal geht's hier rüber. Es sieht verdammt gut aus für uns. So, wir umstellen erstmal. Und schicken dich mal dazu. Du kannst hier gar nicht an die Küste, musst schon noch da drüben gehen. Theater.
So, jetzt hier. Verstärkung. Tada. Oh, der. Der Gen, ey, der ist schon genial. Tja, Leute. Weg mit der Hadrian. Besetzen. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber gut. Weg mit der Scheiße hier. Braucht kein Mensch. Wie viel fehlt noch bis zum Level-Up von Level 9? Ich meine, wir sind jetzt schon Rang 8. Noch 30. Hier noch 50 dann also. Oh, Eddie. Ich habe noch nie eine so gute Armee gehabt. Okay. Was forschen wir jetzt? Gegen Korruption kann ich nichts machen. Ich kann aber meine Handelssachen verbessern. Das lohnt sich, wenn ich die ganzen Einkommen erhöhe. Kann ich zumindest ein bisschen entgegensteuern. Das schicken wir dich erstmal wieder zurück hier. Wie viel Nahrungsmittel hast du denn jetzt eigentlich hier noch in Alba Fukens? Minus 7. Versuchen wir es nochmal. Lohnt sich immer noch nicht. Hauen wir wieder ab. Ja, geil. Es ist schon geil. Die sind gleich weg. Okay. Du warst sowieso auf dem Weg hier. Du hast es geschafft. Die Garnison, wie sieht die aus? Ist wieder voll. Mein Steinschorn zumindest noch. Ja, es geht. Es geht. Ja, die Armee hat halt so schlechte Karten. So, wie viel Nahrung haben die hier? Plus 1. Ah, shit, die Region gehört dir nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie in Plazenzia gebaut haben. Gehen wir hier rüber. Ja, ich komme da nicht rechtzeitig hin, aber in Epure Daya, da möchte ich natürlich auch wieder hin. Tja, die Flotte steht immer noch hier. Naja. Ich könnte eine neue Armee aufstellen, war das nicht so? Hätte jetzt eigentlich die Kohle für auch noch. Gucken wir mal. Ja, ich kann 3 neue Armeen aufstellen. Ich könnte auch eine Flotte aufstellen. Wäre wahrscheinlich der bessere Weg. Machen wir das mal einfach. Agenten rekrutieren. Geht leider nicht mehr. Ich kann nur 3 haben. Das ist ja echt wenig. Naja, wollen wir eine Flotte aufstellen. Nehmen wir dich. Du kriegst die Meister der See. Ja, du kriegst eine Geschosspentere. Die ist nicht so teuer. Nehmen wir hiervon ein paar. What the fuck? Okay. Okay. Immerhin. Nächste Runde ziehen wir ab. Brauchen uns darum nicht mehr zu kümmern. So, wir üben jetzt hier wieder ein bisschen. Schon wieder verwundet. Du Idiot. Gibt's da nicht. Vielleicht kann ich den hier bewegen. Du kommst weit. Das ist riskant. Hier drüben ist halt auch eine Armee, die sich dann sofort losbewegen könnte. Tja, wir haben jetzt sie zumindest von der Küste schon mal abgetrieben und die sind auch fast gespalten durch die Leponzia sogar, Tatsache. Die uns sogar gut gesinnt sind, wohlgesonnen. Naja, wir werden definitiv nach Astana marschieren. Und von Asta werde ich danach weiter marschieren. Nach Epure Daya. Sehr wahrscheinlich, oder? Ja, wenn das hier weg ist, dann kann man auch dort drüben gehen und dann haben sie nur noch Retovium. Naja, und Asta ist halt eine Nahrungsmittelregion. Das weiß ich nicht, da waren, glaube ich, auch was drin.
Ja. Ja. Na gut. Wer steht denn noch offen von meinen Leuten hier? Hirolde des Usil. Ihr seid sowieso bald da, das ist gut. Kinder der Uni. Ja, ist okay. Die Ausgeglichenen. Ja. Hüter der heiligen Bücher. Du bist aufgestiegen. Dann geben wir dir mal silberne Zunge. Kann nicht schaden. Wie sieht es der Diplomatie eigentlich gerade aus für uns? Taras ist uns wohlgesonnen. Finde ich schick. Kroton eher weniger. Regon mittlerweile auch nicht mehr. Ja, die ganzen guten Sachen gefallen denen gar nicht so sehr mehr. Naja. Okay. Du magst uns auch nicht. So, wer mag mich noch überhaupt? Hier im Süden mögen mich die alle nicht. Aladia mag mich noch. Ihr habt die Mühe auf euch genommen, zu mir zu kommen. Im Norden mögen mich einige nicht. Die Reta. Kulturelle Affinität, Expansionspolitik. Naja. Wir beenden mal die Runde. Nein, da ist noch Lat Mura, der aufgestiegen ist. 78 Nahrung, ey. Das ist schon heftig. Naja, beenden wir mal die Runde. Nächste Runde können wir dann angreifen. Freut mich. Neapolis, du bringst dich doch damit um. Naja. Gut. Na gut. Früher oder später müssen wir sowieso noch hin. So. Gunst Karthagos. Sehr guter Boni. Wollen Sie reden, Milord? Nö. Überhaupt nicht. Naja. Wir können mal die Schwerter hier loswerden. Ey, was ist denn mit dem Agenten? Schon dreimal. Was, 8000 habe ich? Cool. 8000 habe ich schon. Nein, ich will ja den hier bewegen, nicht die Stadt. Okay. Er wird sehr wahrscheinlich nicht angreifen, wenn da schon die Armee kommt. So, kümmere dich mal bitte hier um die Flotte. Hier sollte noch eine Reichweite sein für die Stadt. Ja, sind wir. Also falls jetzt ein Angriff kommt, Support wäre da. Bibliothek. Nee. Mal umbauen, auflösen. Haben wir eigentlich Holz? Würde mich mal interessieren. Holz, Holz, Holz. Haben wir aber wo? Ist bestimmt auf der Karte zu sehen. Hier, da haben wir es. Was machst du? Verbessert Schiffe um 5%. Okay. Jetzt können wir hier auch wieder angreifen. Tada! Belagern wir mal. Jetzt kommen noch mehr dazu. Wir könnten jetzt eigentlich planen, Kroton mal zu zerschlagen. Ja, das meiste haben wir jetzt schon geschafft. Gehen wir mal hier runter. Wird Kroton wohl unser nächstes Ziel?
So. Tja, das ist jetzt einfach. Zack, alle weg. Irgendwer fragt ja meine Kaff. Schade. Die Aqua sind besiegt. Ja. Was bringen die denn später? Nur plus 300, hier. 400. Naja, was anderes bleibt mir wohl nicht. Doch, ich kann wieder meine Foren bauen und dann hier ein Haus. Dann spare ich Kohle. Muss ich weniger ausgeben. Naja, marschieren wir schon mal nach hier rüber. Ich rechne stark damit, dass wir Kroton halt im Kampf zerschlagen müssen. Das kann nicht schaden. Mögt die aber auch. Ja, sehr wahrscheinlich, wenn wir nach Autaras angreifen müssen. Naja, mal schauen. Was noch passiert. Ich bin eigentlich schon fast dafür, dass wir... Wir sind kurz davor, das Let's Play zu Ende zu stellen. Es gibt nicht mehr viel, was wir tun können. Also guck mal. Italien ist fast komplett vereint. Es fehlt halt Kroton, Sizilien, Alalia, also Sardinien und Korsika. Im Norden halt auch. Die meisten sind auf unserer Seite. Die meisten Regionen, nicht die meisten Nationen. Naja. Naja. Okay. Wollen wir mal hier rüber gehen? Wusch, wusch, wusch. Oh, beenden wir die Runde. Ein letztes Mal. Ne, einer ist noch aufgestiegen. Ach, unser junger Boy. Kriegst von allem etwas. Naja. Können wir die Runde beenden. Die Siegbedingungen will ich mir auch gleich nochmal anschauen. Und ich will diese M&Ms alle machen. Ich würde normalerweise 20 Folgen mit euch machen, aber... Ich finde persönlich... Wir haben mit den Intro-Scannen alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Was man muss. Auf den Endsieg bin ich jetzt nicht aus. Nicht wirklich. Also von daher... Von daher ist für mich kein Bedarf dort. Die Hysteria. Okay, wie heißen die? Ist wahrscheinlich ein Illyra-Stamm. Ja, ist es. Ist aber keltisch. Na gut. So, hier ist nichts. Das ist gut. Also kann ich mit dem Gewaltmarsch übermarschieren. Weil ich bin sowieso nächste Runde da. Kann ich auch jetzt so rübergehen. Hier. Nun gut. Dich schickt man nach hier. Dich nach da. Lad Pulenas. Kannst nach hier. Lad Mura. Machst weiter. Jetzt haben wir hier einen Asta. Ja, Nahrungsmittelproduktion. Wenn diese Stadt weg ist, dann haben die hier ein kleines Mini-Problem. Das ist gut. Eporidaia schnappen wir uns danach auch noch. Ja, und Plazenzia würde ich mal gerne wissen, was die dort haben. Aber die leiden ja sowieso gerade ziemlich. So, schauen wir Forschung rein. Ja, ich bin zufrieden hier. Dann kommen durch Huddles-Abkommen. Buschen aus allem Handel. Handel haben wir wenig. Nochmal den hier als nächstes.
Etrurien für alle. Naja. Siegbedingungen. Guck mal rein. Köpf den Wolf. Wir sind in Kapitel 3 noch, ja? Haltet Handelsbeziehung mit 4 Fraktionen aufrecht. Wir haben 8. Unterhaltet insgesamt 6 Einheiten dieses Typs. Etruskische Obliten, aktuelle Anzahl 6. Habe ich nicht sogar noch mehr? Aber erfüllt. Ich müsste nur Rom zerstören, aber das machen wir nicht. Ultimative Ziele. Samnium. Fehlt noch Raetia. Korsika. Hätten wir alle Provinzen. Das Einkommen erreichen wir nicht. Errichtet 12 der folgenden Gebäude, aktuelle Anzahl. 0. Da verlangen sie viel von einem. Mare Sardonum, Colpus Taranta, Mare Corsicum, Mare Adriaticum, Anoterital Lassa. So, die Alalia leben noch. Die Räter leben noch. Ah, ich müsste den ganzen Retuskern, den Bannerverein. Ja, klar, ergibt Sinn. Na, wir haben ein großes Stück geschafft. Und damit würde ich auch dieses Let's Play schon beenden mit 14 Folgen. Bisschen weniger als normal. Normalerweise sind es immer so 20, aber Leute, es ist einfach nichts mehr zu tun. Es ist keine Herausforderung mehr für uns da. Die einzige Herausforderung, die noch kommen kann, ist, wenn die Sezession nicht mehr wichtig ist vom Gewicht her. Dann kann das noch Einfluss haben, aber sonst gar nicht mehr. Aber wir können ja mal gucken. Wir haben 55% Einfluss. Wie haben sich denn jetzt hier die Regionen verteilt? So sind die vergeben. Naja. Ich wünsche euch, je nachdem ihr dieses Video schaut, einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Und sage, ciao, bis zum nächsten Mal.